Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Genau so soll es sein. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus und ich hoffe, ihr könnt das Bild sehen und meinen Ton hören. Ich begrüße euch recht herzlich zum JFD Devisenradar. Hier Mittwoch wieder Classic Time seit vielen, vielen Jahren. Und wie ihr seht, Webinar Action ist angesagt, unser Thema heute. Und ich habe den Risk-Disclaimer mitgebracht, ja, weil wir heute ein paar konkrete Trades auch besprechen werden, beziehungsweise auch ins Visier nehmen. Ich hatte mich ja hier zum Jahresauftakt noch ein Stück weit zurückgehalten. Jetzt gegenwärtig wirklich hochgradig interessante Setups auf breiter Front. Und die möchte ich heute mit euch besprechen. Aber ihr wisst natürlich um die Tatsache, liebe Leute, jeder handelt eigenverantwortlich. Niemals Handelsempfehlungen kann ich auch nicht übernehmen für euch. Jeder muss wissen, was er tut. Und ich stelle euch einfach meine subjektive Meinung dar, ohne Handelsaufforderung. Und klarerweise muss jeder wissen, dass, wenn man sich dem Markt aussetzt, insbesondere auch dem Devisenmarkt, mit Hebelwirkung, dass das Ganze auch ganz schnell in die andere Richtung ausschlagen kann. Insofern sichert euch immer ab. Und wie ich zu sagen pflege, neben dem, dass ihr den richtigen Marktzugang braucht in Form des richtigen Brokers, eben JFD Bank, versteht sich von selbst, ihr natürlich hier auch nur eins kontrollieren könnt. Und das ist eben euer Risiko, meine lieben Freunde. Da muss man aufpassen. Und insofern Chris Kemmerer hier wieder und er für euch. Und wir wollen dann gleich mal durchstarten zur heutigen Chart-Action. Und wie ich sagte, ich habe einiges mitgebracht, finde auch den ein oder anderen, sage ich mal, Umstand technischer Natur sehr, sehr interessant. Und es bleibt dabei, auch hier wieder Interaktion gewünscht. Wer darf, wer möchte, wer will, darf sehr gern hier in den Chat seine Wunschwerte reinschreiben. Ich habe auch schon die ersten auf der Agenda. Freut mich im Rahmen der Interaktivität. Erstmal hallo hier, lieber Thorsten, Christian, Heidrun, auch wieder da, typisch britisch Pfund. Interessiert, freut mich auf jeden Fall. Joel, auch Grüße an dieser Stelle. Liebe Simone ist auch da, glaube ich sogar ganz neu. In jedem Fall reichlich Grüße, freut mich auf jeden Fall, dass ihr heute wieder reichlich Zulauf findet. Und der Raum füllt sich auch weiter und weiter. Insofern haben wir auch keine Zeit zu verlieren. Wolfgang, auch Grüße an der Stelle. Ich sehe gerade, wie gesagt, britisch Pfund US-Dollar geht long. Heidrun, da habe ich auch eine kleine Umfrage auf den Socials gestartet. Ich weiß nicht, wer von euch mir hier oder da folgt. Facebook ist natürlich ein bisschen, sage ich mal, ausgelatscht, verzeiht den Ausdruck, aber auf Instagram geht ein Stück weit mehr mit Interaktivität und dergleichen. Insofern seid ihr auch herzlich willkommen, mir da zu folgen, denn dort rufe ich auch immer wieder mal gern auf zu gewissen Umfragen. Und da habe ich eben heute zum Beispiel, das darf ich gleich vorweg schicken, die Frage gestellt zum Euro-US-Dollar. Ja, ich plane hier einen Swing-Trade. Deswegen gleich mal interaktiv die Ansage und hier hole ich mal den Chart auch von der Devisenradar-Action dieser Tage mal hervor. Haben wir ja sozusagen hier, jetzt scroll ich mich mal, muss ich mich gar nicht runterscrollen, erst gestern nämlich hier besprochen zum morgendlichen Devisenradar mit Euro-US-Dollar macht es spannend, / Plural Euro-US-Dollar und Neuseeland-Dollar machen es spannend. Hier aber interessant und eben zu vermerken, dass die Frage steht, stehe ich noch zu diesem Setup, ja oder nein? Ich würde mich mal freuen über eure Mitteilung. Also wer natürlich hier zwischen den Stühlen sitzt, darf natürlich hier nicht ahnungslos oder keine Meinung und dergleichen reinschreiben. Das erübrigt sich. Aber wer eine Meinung hat zum Euro-US-Dollar, bitte gern mal in den Chat schreiben. Wie gesagt, das ist meine Einschätzung von gestern. Ich will hier nicht wie das Fähnchen im Wind wirken, aber es kann ja sein, dass ich meine Meinung geändert habe. Insofern hier mal schnell der Aufruf in die Runde. Wer hier eher long engagiert ist bzw. werden will oder eher short. Ja, das ist auf jeden Fall mal hier der Aufruf. Insofern hackt es da mal sehr, sehr schön in den Chat rein. Da kommen auch schon die ersten Statements, aber da lasse ich noch ein bisschen Zeit und ziehe mein Chatfenster mal ein Stück weit nach unten, damit ich dann auch sehe, ohne hier rumscrollen zu müssen, was da so an Meldungen kam. Genau, da würde ich, wie gesagt, jetzt erstmal kurz die Abfrage in den Ether schicken und würde mich natürlich freuen, um des Feedbacks willen. Und jetzt warten wir mal ab, was da sozusagen einströmt und ich möchte euch hier schon gleich mal abholen. Ich sehe gerade, lieber Bernd, du bist ja doch online, vielleicht nur mit einem Ohr dabei. Wenn du zum Ende hin gern den ein oder anderen Part übernehmen möchtest, sei es nur 10 Minuten, sei es
15 Minuten, schreib mir es bitte rein. Ich halte es für auf jeden Fall wichtig und interessant, dass du den ein oder anderen Part hier durchaus übernimmst im Vorfeld unseres morgigen Workshops. Nicht wahr, liebe Leute? Ich hoffe, ihr seid alle informiert. Da ihr über den Gottmall Trader sicherlich zum Webinar gestoßen seid, dürftet ihr neben den Postings, die ich hin und wieder auf dem Gottmall Trader selbst mache, auch meinen Guidance Stream kennen. Und hier haben wir natürlich auch die Workshop-Serie, die morgen weitergeht, beziehungsweise was erzähle ich, die Markus vielmehr startete gestern und die nächste Woche weitergeht. Und dann haben wir natürlich aber hier auch, jetzt müssen wir ein Stück weit nach unten scrollen, hier Webinare und Serien zum Auftakt, eben hier das Traden mit dem kleinen Konto. Das ist das von eben, wo beziehungsweise gestern anfing mit Markus. Und dann haben wir morgen eben hier auch den Trendhandel Multi-Timeframe-Ansatz. Schaut es da gerne im Stream mal vorbei und ja, meldet euch an, kostenfreie Action. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war ja der Workshop zum Forex Bowl. Ja, die ganze Geschichte haben wir ja dahingehend weiter aufgebaut, nämlich zur Weiterentwicklung des Expert Advisors. Ja, den haben wir ja jetzt hier sozusagen mit hinzugefügt. Für, sage ich mal, noch nicht mal einen Cheeseburger am Tag, hat man hier die Möglichkeit, diesen Robo, diesen Algorithmus aufzusetzen und hier eben sich sozusagen durch einen Handelsroboter im täglichen Handel unterstützt zu wissen. Da könnt ihr, wie gesagt, gerne auf die Website gehen und euch da mal schlau machen. Für Kunden, wie gesagt, kann man das einfach dazu buchen, die schon Kunden sind, und andere Kunden können natürlich auch dieses oder jenes testen. Funktioniert aber nur in der Kombination, möchte ich gleich sagen. Also hier gibt es nicht den EAA einfach so, sondern der EAA ist eine Ergänzung zum Forex Bull, eben hier das Handelssignal-Tool. Und ich hoffe, ein jeder kennt schon diese Seite. Falls nicht, werde ich es unter dem Video verlinken, weil ich wahrscheinlich die Aufzeichnung von heute auch nochmal hochladen werde auf YouTube. Nichtsdestotrotz stelle ich es auch nochmal in den Chat rein. Und worauf ich auch hinaus wollte, war natürlich der Workshop morgen. Und wenn ihr auf dieser Landingpage nach unten scrollt, dann habt ihr hier sozusagen die Möglichkeit zur Anmeldung des nächsten Workshops. Und der ist eben morgen. Und da stellen wir auch den Expert Advisor vor, also den Handelsroboter, und führen so ein Stück weit ins Produkt hinein. Da, wie gesagt, ganz interessant, dass der Forex Bull eben tägliche Handelssignale gibt und das auch nochmal gleich der Hinweis, hier natürlich auch den Input gab zum Wochenauftakt, habe ich mir auch erlaubt, diesen Artikel zu schreiben, dass der eigentlich den US-Dollar-Yen short sieht. Hier haben wir den Artikel vom Montag dazu. Das ist übrigens auch ein Feature des Forex Bulls. Wenn wir die Kristallkugel vorausschauen, der Forex Bull hat sozusagen hier die einzelnen Handelstage mehr oder weniger analysiert und für den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen eine bärische Handelswoche vorausgesehen. Ist auch unter Swing-Trading-Gesichtspunkten immer ganz interessant, wenn man die Wochenkristallkugel sich hervorzieht. Und dann haben wir eben auch noch die Saisonalität hier sehr schön dargestellt. Eben im Kontext, dass man sagt, puh, US-Dollar könnte schwächer tendieren. Und hier der Chart vom Montag. Und bei mir ist so ein Stück weit der Trigger die 103,70. Und da sind wir auch schon gleich im Geschehen. Wie gesagt, Forex Bull morgen angucken, gern 14 Tage kostenlos testen, Handelssignale noch und nöcher, und der EA liefert hier Ergänzungen. Natürlich sollte man auch hier trotzdem seine eigenen Setups verwenden oder auch seine charttechnische Prämisse hier ansetzen. Und ich finde halt die Tendenz gegenwärtig tatsächlich noch im Konsolidierungsmodus beim US-Dollar-Yen. Das ist der Chart vom Montag. Jetzt schauen wir uns gleich den Live-Chart an. Aber ihr seht ja, das präferierte Szenario meinerseits, der entsprechende Down-Move. Und ich sehe gerade hier, jemand will den Artikel auch nochmal haben, ohne da auf dem Gottmode zu suchen, stelle ich den auch nochmal in den Chat. Here again. Könnt ihr nochmal lesen, um was es da geht. Aber jetzt gehen wir gleich mal in die Live-Action. Erstmal danke für die vielen Stimmen an Max, Markus, Jürgen, Joel. Du bist doch dabei. Super. Stop Sell und Stop Buy Orders im Visier. Auch spannend. Die Mehrheit sieht hier allerdings, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, es gibt einige, die auf Short gehen, aber der überwiegende Teil geht auf Long. Und das ist natürlich etwas, wo ich dann auflösen werde in Kürze, was ich natürlich hier beim Euro-US-Dollar sehe. Doch jetzt waren wir erstmal beim US-Dollar-Yen stehen geblieben, der hier diese Konsolidierung, wir haben gerade eben den Chart vom Forex Bull gesehen, weiter fortsetzt. Und ich bin versucht, hier eine Stop-Sell-Order reinzusetzen. Ich will nicht unbedingt aggressiv jetzt schon reingehen. Vielleicht gibt mir der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen hier doch nochmal eine Chance, wenn er nach oben spuckt, hier im Bereich 104 zuzuschlagen.
Will aber sagen, ich präferiere hier eine Short-Tendenz beim US-Dollar-Yen und möchte mich hier gern positionieren im Rahmen einer Abwärtsbewegung, die hier übrigens völlig trendkonform sozusagen im Rahmen des Trendkanals, das zoome ich mich mal raus, dem Chart hier sehr schön etabliert seit Sommer letzten Jahres, ja, hier 1, 2, 3, 4, 5 Auflagepunkte und erst zuletzt hier nochmal diese Abwärtstrendlinie bestätigt. Wirklich spannendes Setup, wie ich finde. Hier unten, gut, darf man jetzt drüber munkeln, haben wir nur 2 Auflagepunkte, aber der Trendkanal als solches zumindest mal bestätigt. Und wenn ich die Linie dupliziere, kann ich hier auch noch ein Stück weit dann so eine Art Einkeilung der Price Action sozusagen in Erwägung ziehen. Da kann man jetzt auch so eine Art bullischer Keil interpretieren. Würde ich aber nicht favorisieren, sondern vielmehr, wenn wir hier unten irgendwo sind, dann vielleicht durchaus darauf wetten, dass der dann doch mal dreht. Aber ihr wisst ja meine Einschätzung, dass ich den Dollarindex in Breite eher schwächer im weiteren Jahresverlauf sehe. Insofern sollte US-Dollar-Yen hier generell auch den Weg gen Süden eingehen. Und ich plane hier durchaus unterhalb von 103,70, gegebenenfalls bei einem Hochlauf hier über die letzten Hochs, na, das wäre schon mal ein schönes Rausspucken in Richtung 104, hier eine Pending Order Short zu setzen, um dann sozusagen den nächsten Abwärtsmove mitzunehmen. Ansonsten hier unterhalb dieser Unterstützung, die ich ja hier markiert habe, 103, 71, 103,70, also insbesondere unter dem heutigen Tagestief, weckt der Euro-US-Dollar hier für mich, Euro-US-Dollar, was sage ich, US-Dollar-Yen, hier für mich durchaus schöne Short-Ambitionen und würde eben auch hier zum Short-Setup des Forex-Bulls passen, der hier gerade zum Wochenausklang, und hier haben wir auch am Freitag den schwächsten Handelstag der Woche, tatsächlich hier nach unten driftet. Und das sollte hier oder könnte vielmehr der Startschuss einer längeren Abwärtsbewegung sein. Wir werden sehen, was passiert. Faktisch ein schönes Setup, und so hätten wir praktisch das erste Setup besprochen. US-Dollar-Yen bleibt bei mir auf der Short-Seite zu favorisieren. Um den Chart jetzt mal noch ein Stück weit zu aktualisieren, wenn es hier nach oben geht, wäre das sozusagen eine Art, ja, Fishing eines schöneren Entries. Warten wir mal ab, was im weiteren Tagesverlauf, Schrägstrich Wochenverlauf passiert. Hier, wie gesagt, Szenario Short zu präferieren. Das Ganze kippt, und klar, das muss man wissen. Hier, wenn wir über das Level von 104,30 rausgehen, unter schönen Chance-Risikoparametern, wenn man denn jetzt einsteigt oder eben hier bei der 103,70, sollte der Stopp spätestens so 70, 72 Pips später ziehen. Also wenn der Preis hier schon richtig nach oben rauszieht, ist die Gefahr eben, dass wir die Abwärtstrendlinie, die mehrmonatige, nach oben auflösen. Und dann kann natürlich der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen relativ zügig hier in Richtung 105,35 und höher anziehen. Das muss man auf der Agenda haben. Sollte das aber, wie gesagt, hier halten, diese Abwärtstrendlinie, auch der Widerstand hier bei 104,30, gehe ich eher von einer weiteren Schwäche aus. Und im Gegensatz dazu natürlich Chance-Risikoverlauf im Verhältnis der letzten Tiefs, dann hier knapp, noch nicht mal 1 zu 5, das wäre hier 1 zu 2 oder 2 zu 1, zweifache Chance zum einfachen Risiko. Ja, wir riskieren sozusagen 0,7% oder rund 145, rund 70 Pips, 0,7%, und bei einer Chance von 145 Pips Richtung 1,4% ist das hier das Chance-Risiko-Verhältnis, was ich aber durchaus erachte. Also das ist tatsächlich ein Setup, wo ich sage, hier geht es um einen Swing Trade, kein kurzfristiges Intraday Trading. Soll heißen, wenn der hier nach unten dreht, der US-Dollar-Yen, dann dürfte das auch anhalten. So zumindest mal meine Erwartung. Was letzte Woche nicht zutraf, ihr werdet es wissen, liebe Teilnehmer, ist der, vielleicht Bernd, gib mal ein Lebenszeichen, ich weiß nicht, ob du am Rechner bist, der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Hier hat man nämlich ein Long-Setup, auch unter saisonalen Gesichtspunkten. Und da wiesen wir ja auch darauf hin, dass ja die Rohöldaten noch kommen, der Ölpreis eh seine Spekulation auswirft. Aber hier dieses Seasonal Setup wurde sozusagen, ja, negeriert, sozusagen deaktiviert mit dem Einbruch. Relativ enges Risiko mit schöner Chance. Und hier befinden wir uns auch beim US-Dollar-Cut in einem intakten Abwärtstrend. Wenn Bernd das Paar heute nochmal covern wollte, möchte oder sich hier dann noch bereit erklärt, kann man sozusagen das dann nochmal im Detail mit seiner Beschau besprechen. Ansonsten will ich jetzt hier gar nicht auf dem Cut rumreiten, nur eben darstellen, dass mögliche Trading-Setups auch immer, und das sagte ich ja zu Eingangs, immer subjektiv sind und natürlich, selbst wenn ich sie eingehe, sie nie zum Nachahmen angedacht sind, weil jeder natürlich sein eigenes Money-Risk-Management und auch seine Verantwortung vor allen Dingen trägt. Ja, auch der Forex-Bull, der
spuckt jeden Tag Handelssignale aus. Welche man auswählt, welche man tradet, wie man diese managt, das ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte und da muss auch jeder seinen Tradingplan haben, seine Rules einhalten und wer dafür noch Informationen und Hilfestellung braucht, der schaut sich eben zum Beispiel unsere Webinar-Serie an, hier mit dem Traden mit kleinem Konto. Soll jetzt nicht heißen, dass wir hier mit 100-Euro-Accounts oder so rumdengeln, sondern hier geht es eben darum, dass ich die Welt von Forex erkläre, auch Forex-Setups vorstelle und natürlich Andreas und Markus hier im Indexbereich und auch grundsätzliche Rules und Regeln an den Tag legen. So, Hi Trun, du sprichst hier gerade von Zinsentscheidungen. Wir haben die EZB morgen, ja, das ist richtig. Oder welche? Ach, du meinst Kanada, stimmt. Sehe ich jetzt nochmal die Bank of Canada. Es ist keine Überraschung geplant. Ich würde mich aber heute beim kanadischen Dollar eigentlich nicht positionieren wollen, aus zweierlei Gründen. Zum einen eben die Zinsentscheidung, wo ich erstmal vorsichtig wäre, dann bekommen wir hier abends auch noch die Lagerbestände rein. Mal abwarten, was da sozusagen noch geschieht. Wir haben aber auf jeden Fall morgen die EZB, ja, auch unverändert erwartet, aber da könnte es für einen Euro ein Stück weit spannend werden. Insofern gehe ich dann in Kürze gleich mal auf den Euro-US-Dollar und eben auch die Tendenz, dass hier die überwiegende Mehrheit ein Long-Setup präferiert. Spannend, sage ich mal. Aber jetzt zum US-Dollar hier abschließend. Das ist das Szenario. Und hier zu diesem Szenario jetzt auf den Goldpreis geschaut, weil ihr wisst um die Korrelation, wenn der Goldpreis steigt, dann neigt US-Dollar-Yen zur Schwäche. Und das ist so ein Stück weit etwas, wo ich mich schwer tue, weil gegenwärtig der Silberpreis für mich noch short tendiert und auch der Goldpreis, schaut euch das an, das ist wirklich, verzeiht, aber also dünn, ja, Ausbruch gemacht hier, nicht wirklich vollgesetzt zum, fortgesetzt zum Jahresauftakt, sauber bei 1960 abgewiesen, voller Rückschlag, reicht aber in der Tiefe dann doch nicht bis zum Support bei 1785. Jetzt sind wir so irgendwo im Nirvana, aber unmittelbar vom Widerstandslevel hier bei 1960 Dollar. Dieses Widerstandslevel kann beim Goldpreis sogar jetzt schon dazu führen, dass der wieder abgewiesen wird. Und wenn das passiert, dann dürfte rein korrelationsbedingt der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen nicht steigen. Nicht fallen, so. Wenn der Goldpreis steigt, fällt US-Dollar-Yen und umgekehrt. Sollte also der Goldpreis hier abgewiesen werden, müsste US-Dollar-Yen wieder nach oben rausziehen. Das heißt, der angedachte Short, den ich hier sehe, ja, und da würde ich jetzt immer schon nahe den Tagestief, also es juckt mir schon in den Fingern, aber ihr seht es, die letzten Tage immer wieder in diesem Niveau wurde gekauft, dann über Nacht oder in der Asia-Session, letztlich hochgradig spannend und die Frage schlechthin, ob der eben jetzt hier die Unterstützung hält oder aus diesem kleinen Wimpel, aus diesem kleinen Dreieck jetzt nach unten rausbricht. Wenn er das tut, der US-Dollar also fällt, sollte Gold heute ohnehin stark hier nach oben rausziehen können. Ist nicht so wirklich mein präferiertes Szenario, weil Silber bärisch angezählt ist Gold und mir sieht das auch aus, als könnten die nächsten Tage und Wochen hier vielmehr nochmal dazu führen, dass wir einen leichten Rücklauf sehen in Richtung der Supportzone beim Gold 1785 und wer mich kennt und meine Silberanalysen, der wird wissen, dass Silber hier meines Erachtens, das ist hier die aktuelle Silberchart-Grafik, das Silber meines Erachtens hier gegenwärtig durchaus noch Potenzial bis 2380 hat. Gegebenenfalls sogar bis in den Bereich von 22,45 Dollar. Hier hätten wir dann einen Dreifachboden, eine Chance auf eine schöne Stabilisierung und das ist sozusagen mein Trader's Dream, wenn das passiert. Jetzt natürlich die Krux, wie gesagt, da streiten sich ein bisschen die Geister. Es ist nicht immer alles in einer engmaschigen Korrelation, sodass man eine Schablone auflegt und alles rennt in die gleiche Richtung. Aber wenn die Edelmetalle fallen, spricht das eher von einer Dollarstärke, okay? Und das spricht dafür, oder vielmehr da gegen, dass der US-Dollar-Yen fällt. Und jetzt will ich aber auch mal die Bombe platzen lassen zu meinem Euro-US-Dollar. Denn ich habe schon eine erste Position long gestartet. Ich sehe hier nach wie vor das Setup von gestern, was ich hier im Devisenradar vorstellte. Ich scroll nochmal hoch. Eben hier mit der Aussage, Euro-US-Dollar, Neuseeland-Dollar machen es spannend. Hier auch die Krux, Neuseeland-Dollar-US-Dollar wirkt ein Stück weit bärischer. Wenn er die Widerstände nach oben auflöst, ist er bullisch. Aber momentan wirkt er ein Stück weit bärischer. Beim Euro-US-Dollar sehe ich eben hier die Situation, dass der, und das hatte ich ja auch angekündigt, aktuell auf einem sehr interessanten Niveau ist. Wir haben hier eine schöne Supportzone. Ja, das kriege ich mir auch nochmal raus hier mit den Hochpunkten aus 17. Ich habe es im Devisenradar angesprochen. Eine absolut grandiose Supportzone. Schön zurückgelaufen hier. Ich habe ja auch die Projektion. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht abgespeichert. Ach doch, da ist die Projektion. Die Projektion von dieser Art kleinen Bullfleck hier am Start.
Ich will es nochmal zeigen. Hoppala, was ist denn heute noch los? So, da haben wir es. Und das heißt, wir haben ja richtig gutes Potenzial auf der Oberseite. Ja? Wenn ich den diese vorsichtige, bullische Flagge, was es nicht wirklich ist, weil dafür geht es schon zu lange, ein massiv ausgedehnter Trendkanal ist es auch nicht. Aber wenn ich das hier ansetze, also da haben wir schon deutliches Potenzial. Ob das in der Zeitrange hier gleichzusetzen ist, will ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Aber um die Frage aufzulösen, ich positioniere mich long, bin bereits mit einem Euro-US-Dollar long engagiert, mit einer Position und würde sogar, wenn der nochmal ein Stück in Richtung 1,2060 nochmal zurückkommt, ja, also hier nochmal den Unterstützungsbereich testet, nochmal ein bisschen rausspuckt, würde ich hier nochmal einsteigen mit einer zweiten Size, um ja, die positive übergeordnete Struktur, die ich sehe, zu kaufen. Allerdings pyramidisiere ich hier nicht negativ, liebe Teilnehmer. Ja, also es ist jetzt nicht der Plan, dass ich mich hier alle 50 Pips irgendwie mit einer Long-Position einkaufe und den Stop-Loss einfach mal wegwische. Um es konkret zu machen, mein Stop-Loss liegt bei 1,2028 für beide Positionen dann. Also schon sehr aggressiv. Das ist sozusagen hier mein CAV. Und wenn ich den anderen Trade sozusagen hier bei 1,2060 kriege, habe ich ein Risiko von noch nicht mal 40 Pips knapp rund. Und meine Idee ist auf jeden Fall, dass man Richtung dieser Horizontalzone bei 1,22, aber vielmehr die 1,23 ansteuern, die letzten hoch. Und das eigentliche Ziel, jeder, der das Radar gesehen hat, ist die 1,25. Warum? Weil wir hier auch die früheren Hochpunkte haben. Darf auch vielleicht schon bei 1,2475 stoppen. Aber das ist hier sozusagen mein Long-Term Swing Trade, den ich auch schon gestartet habe als ersten Trade des Jahres. Und wie gesagt, ich plane auch durchaus einen Aufbau. Jetzt wollen wir mal sehen, was Euro-US-Dollar macht, weil natürlich strukturell hier in einem intakten Abwärtstrend. Ich spiele aber die Unterstützung und auch hier diese Candlestick-Formation, die sich so ein Stück weit eben bullisch zeigt. Ja, ihr kennt hier den Morningstar und den Eveningstar. Und das hier sieht für mich hier wie eine schöne Candlestick-Umkehrformation eines Morningstars aus. Ist nicht komplett, weil da hätte die zweite Kerze noch größer sein dürfen. Jetzt will ich mal kurz gucken, um euch das nochmal zu zeigen. Morningstar. Candlesticks. So, damit ich das euch nochmal zeige. Als Bild auch ganz einfach mal. Hier haben wir sozusagen die Musterkonstellation. Wo haben wir denn ein schönes Bild? Das ist ja wieder. Ich hab eigentlich auch eine Grafik bei mir. Hier muss ich ein schönes Bild, das ist gut. Ja, so schaut das mal aus, meine lieben Leute. Das ist eine Morningstar Candlestick Formation. Bullischer Natur, statistisch ganz klar long zu spielen. Ja, und jetzt könnt ihr euch mal diese Formation anschauen. Und jetzt könnt ihr euch mal Euro-US-Dollar anschauen. Ja, ich würde mal sagen, das ist ähnlich. Und da ich ein großer Candlestick-Fan bin und da auch durchaus die Marktrelevanz sehe, ist das für mich eben nochmal ein Grund genug, hier den Trade durchaus einzugehen. Ja, das mal am Rande. Morningstar, wie gesagt, eine Umkehrformation bullischer Natur. Eveningstar, Umkehrformation bärischer Natur. Und das sind eben Formationen, die sich eben mit drei Kerzen aufbauen. Und das ist eben hier schön zu sehen und gibt mir so ein bisschen den Ansatz neben der Unterstützung. Das Ganze ist eben auch hier noch an einem Unterstützungslevel passiert. Jetzt kann ich auch noch die Fibos reinholen und noch und nöcher Bestätigung suchen. Da geht es am Ende gar nicht drum, sondern eben einfach nur darum, dass das ein schönes Setup ist. Und ich gebe zu bedenken, wenn der hier die 1,20 nach unten auflöst, die 1,2060, dann kann es nochmal einen Spucken nach unten geben. Deswegen ist mein Stop-Loss auch ein Stück weit tiefer. Ja, also nicht direkt hier unter der 1,2060, sondern ihr seht es ja, hier die Kerze vom 9.12. hatten wir ein Low bei 1,2058, rund 59. Und hier am 18.01. hatten wir ein Low bei 1,2053. Das heißt, alle, die hier beispielsweise ihren Einstieg gefunden haben und den Stop zu knapp unter das Tief der letzten Reaktionskerze hier vom 9.12. gesetzt haben, die sind mal hier mit ganz wenigen Pips raus, schon Pips rausgeflogen. Und ich erlaube dem doch schon ein bisschen Spielraum. Wohlwissend, dass hier natürlich ein Stop gesetzt werden muss, weil das Einzigste, und da predige ich mich schon seit, glaube ich, gefühlten 15 Jahren, oder Webinare mache ich eigentlich knapp seit 10 Jahren erst, aber seit dieser Zeit predige ich eben hier das Setzen eines Stop-Losses, weil das ist das Einzigste, was ihr kontrollieren könnt. Und kein Profi-Trader tradet ohne Stop-Loss. Ja, es ist Irrsinn, wer das macht, weil der mit letztlich immer der Account, die eigene Performance und sozusagen überhaupt die Ausrichtung eines Trades völlig obsolet gestellt wird, weil wenn ich mein Risiko nicht kenne, wie will ich denn meinen Profit definieren? Und nach dem Motto, es gibt keinen Boden,
Ich feuere einfach rein, so weit wie es geht, in der Hoffnung, dass sich irgendwann das Fass füllt, ist ja ein bisschen, ich will sagen, schizophren. Weil wie kann ein Fass ohne Boden sich füllen? Deswegen ist Stop-Loss ganz wichtig, durchaus. Und das muss man auch immer dabei definieren. So, jetzt schauen wir mal, was hier am Ende des Tages abgeht. Euro-US-Dollar, denke ich mal, weitestgehend bearbeitet und hoffe, soweit klar. Ich möchte jetzt gleich im nächsten Step zu einem weiteren Euro-Pair gehen, das hier unter Umständen profitieren kann, wenn der Euro anzieht, aber auch vielleicht mit der groben Kelle bekommt, wenn das jetzt hier nicht langsam dreht. Und zwar, ihr seht es schon, ich muss den Chart ohnehin mal etwas bereinigen, den oder vielmehr das britische Pfund im Fokus und hierbei der Euro gegenüber dem britischen Pfund. Ja. Hier maßgeblich beeinflusst natürlich durch die Brexit-Action, durch die Volatilität beim britischen Pfund. Das heißt, wir haben es hier mit dem Cross-Pair zu tun. Ja, Euro natürlich im Kontext des Pfunds zu sehen, aber natürlich auch in Abhängigkeit diverser Währungsverhältnisse, Dollar und Euro bezogen. Hier aber jetzt die Situation, und das ist charttechnisch einfach mal sehr spannend, denn wir haben hier einen Unterstützungsbereich, der wirklich schon, na gut, es reicht nicht ganz für 12 Monate, aber seit dem Frühjahr letzten Jahres sich aufgebaut hat. Und ihr seht es, wir sind mit der aktuellen Tageskerze, und das ist wirklich hochgradig spannend, deswegen eben auch hier so ein paar Trading-Empfehlungen, Tipps, heute mal ein Stück weit auch Praxis und nicht nur so, ich sag mal, eine relativ lapidare Chartbeschau, war es übrigens nie. Aber ich gebe mich natürlich auch immer wieder dahingehend hin, dass ich gewisse Chance-Risiken abgleiche, aber nicht unbedingt spezielle Trading-Ideen bespreche. Aber ich will zugeben, hier überlege ich auch einen sozusagen antizyklischen Long im Rahmen dieser Unterstützung oder einen prozyklischen Short, wenn der hier durchfällt. Denn faktisch ist, unabhängig dessen, dass Euro-US-Dollar nach oben drehen könnte, was ich präferiere, worauf ich spekuliere, aber wenn er eben durchsackt oder die 1,20, 30 schon 1,20 glatt, dann rutscht er auch nochmal gern 1-200 Pips weiter ab. Muss man natürlich hier beim britischen Pfund auch der Tatsache ins Auge blicken, dass der trotzdem, wenn der Euro sich stabil zeigt, hier unten durchsacken kann, also speziell Euro-US-Dollar sich stabil zeigt und meiner Erwartung nach steigt, kann Euro-British-Pfund trotzdem fallen. Ja, weil natürlich hier auch der Schwerpunkt oder auch die Relevanz des Pfunds natürlich mal eine große Rolle spielt. Und wenn die Volatilität, die Ausschläge des Pfunds stärker sind, und das sind sie in der Regel im Verhältnis zum Euro, dann kann es hier durchaus passieren, dass der hier einen Querschlag kriegt und nach unten absackt. Aber hier jetzt für mich nicht so interessant wie der US-Dollar-Yen-Short oder der Euro-US-Dollar-Long, gibt es die Möglichkeit, und ich bin ein Stück weit hin und her geworfen, habe hier noch keine finale Entscheidung getroffen, aber man kann hier spekulativ antizyklisch an dieser Unterstützung, antizyklisch deswegen, weil wir den Bewegungsimpuls nach unten haben, hier auf einen Long spekulieren. Dazu sollte die heutige Tageskerze sich aber noch erholen. Idealerweise in Richtung 0,8870 ziehen. Ihr seht hier diese grüne Linie, die ich schon seit Asbach-Ural drin habe, nämlich seit Juni letzten Jahres. Das ist aber auch ein schönes Level hier, die 0,8868. Immer wieder Touchdown, also wirklich punktuell starkes Level. Und wenn er an diesem Punkt ankommt und hier ja, sich sozusagen wieder drüber behaupten kann, der Euro, dann sieht das schon ein Stück weit, wie sagt man schön, mit einem Geschmäckle bullisch aus. Kann das Level aber heute schon mal nicht gehalten werden, bleibt die Kerze beispielsweise so, und jetzt zoomen wir uns mal rein, dann ist natürlich hier bei 0,8848 im Prinzip der Ofen aus. Also wenn der hier runter drunter durchfällt, und ich will jetzt mal sagen, prozyklisch sieht so aus, als würde der durchsacken, ja. Also hier die heutige Schwäche baut sich noch ein Stück weit aus, dann könnte man vielmehr wahrscheinlich einen Pullback als Short-Chance nehmen, um dann in Richtung eines fallenden Moves bei 0,87 zu spekulieren. Es sieht prozyklisch so aus, als würde er durchfallen. Ich will aber, und das ist genau das, was ich sage, ich bin mir ein bisschen uneins, nicht ausschließen, dass wenn er die 0,8868 zurückerobern kann, dann hier doch noch einen schönen Boden baut und mal ganz schnell wieder in Richtung 0,90 anzieht, 0,9050. Also das ist heißes Eisen, schönes Paar, in jedem Fall ein Blick wert, beobachtet es. Das hat auf jeden Fall Charme für eine weitere Beleuchtung. So, Euro, British Pfund, insofern auch im Säckler. Ich habe noch ein bisschen mehr mitgebracht, und Heidrun hat immer Respekt auch an der Stelle für dich. Du bist auch am Morgen in der Regel beim Devisenradar dabei, bist sozusagen auch im Devisenradar-Webinar dabei und auch immer interessiert. Ich hoffe, der Erfolg gibt dir recht, dass du auch hier und da schöne Trading-Ideen
ja, erarbeiten konntest und auch wieder da im neuen Jahr hier mit frischer Aktivität am Start bist und bleibst. Letztlich hier an der Stelle, da meldet sie sich gerade, er war schon bei 088,40, richtig. Ich spreche aber hier auch speziell von einem Tagesschluss. Also das heißt, idealerweise bleibt der Tagesschluss heute über der 088,68. Da muss er aber wirklich nochmal einen richtigen schönen Turnaround hinkriegen. Oder aber, und da sind wir ja jetzt näher dran als weg, wir sind heute im Tagestief ja auch schon deutlich drunter gewesen. Das ist kein gutes Zeichen. 088,37, klarerweise. Also wenn er hier jetzt dann darunter sogar schließt, dann ist das blaue Szenario einfach zu präferieren. Ja? Ich kann das auch grau machen, um hier keine Verwirrung zu stiften, weil, wie gesagt, prozyklisch sollte er nach unten fallen. Antizyklisch kann man hier an der Unterstützung aber auch kaufen. Das ist eine individuelle Geschichte. Ich bin mir ein Stück weit uneins, aber grundsätzlich eine sehr spannende Situation. So, hey, Erika ist auch wieder da. Grüß an der Stelle und du sagst, der Nasdaq macht neue Hochs. Also das ist natürlich nichts, was jetzt hier zum Devisenradar generell sozusagen passt, aber ich habe die Indizes natürlich auch auf der Pfanne und möchte euch da ganz kurz meinen Lieblingschart zum S&P 500 zeigen und ich würde auch mal den Nasdaq 100 an, die könntest du übrigens auch bei uns bei JFD handeln, diese Indizes klarerweise. Will ich aber mal kurz auf die Agenda holen, weil natürlich spannend und hier hat natürlich der Chat auch seinen eigenen Charakter. Der Chart, nicht der Chat. Und da sehen wir den S&P 500 und hier mit dieser Zyklik. Und ich bin ja kein Basher und ich glaube, die Rallye geht weiter. Und ich vermute, dass wir sogar beim S&P 500 in den nächsten Monaten, Jahren hier, was ist denn das jetzt wieder mit der Maus hier für eine Geschichte? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt habe ich hier den Hänger drin. Wieso kann ich den Pfeil jetzt nicht aktivieren? Moment. So, jetzt habe ich es wieder richtig. Hier sehen wir die aktuelle S&P 500 entwickeln und hier die Zyklusgeschichte. Und da ihr jetzt ja schon beim Radar dabei seid, kleines Gimmick und Geschmäckle am Rande. Ich glaube, bis 2022 sehen wir mal mindestens noch weiter steigende Preise. Dann haben wir hier oben diesen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das deaktiviert kriege. Irgendwie hängt nämlich der Griff jetzt hier an der Maus. Warte mal. Jetzt hat er sich hier irgendwie festgebissen. Moment. So, das ist klar. Okay. Sei es drum, ihr seht diesen Aufwärtstrendkanal Monatsbasis S&P 500. Allzeithochs im Visier. Die 4000er Marke auch nur eine Frage der Zeit und ich glaube, dass wir sogar in Richtung 5000 noch steigen können. Also, die Rallye nährt die Rallye. Es ist absolut, brauchen wir nicht drüber reden, was wir in welchen Zeiten wir gegenwärtig leben, was da für Eskalation und Liquidität am Markt herrscht. Wir wissen alle um die Asset-Inflation. Wir wissen um die steigenden Aktienkurse, wir wissen um die, ja, um den direkten Anlagenotstand, den wir haben. Wohin denn mit dem Geld? Ja, es verfällt ja ohnehin im Rahmen der Inflation. Die Assets sind nur sicherlich teuer, aber es gibt kaum Alternativen, weil wir keine Zinsen haben. Also es ist wirklich ein Dilemma. Nichtsdestotrotz, was hätten die Aktienmärkte tun sollen, wenn sie keine Stütze gekriegt hätten zum Corona-Pandemie-Ausbruch. Da hätten sie wahrscheinlich wirklich dann einen Segelflug nach unten gemacht, aber natürlich kann man auch die Realwirtschaft nicht wegwischen und das wird sich früher oder später natürlich auch in gewissen Wirtschaftszahlen widerspiegeln. Ja, wenn die Realwirtschaft dann doch nicht durch Stützungsmaßnahmen so gerettet werden kann, Insolvenzen eindröseln und der weiter. Aber das wird alles noch ein Spiel der Zeit sein. Rein zyklisch glaube ich aber, dass wir in diesem Jahrzehnt mit Sicherheit noch einen größeren Bärenmarkt erleben und vielleicht beginnt dieser sogar im Jahr 2022, 2023. Ich werde euch auf Laufenden halten und jetzt mache ich den Shutter erstmal weg im Rahmen des großen Bildes und da muss ich nachher nochmal justieren, warum da meine Maus so gehangen hat. Irgendwo hat er nämlich jetzt hier tatsächlich einen Hänger. Vielleicht liegt das auch mit der Webinar-Software zusammen. Das hatte ich ja beim Forex-Bull auch manchmal schon gehabt im Livestream. Kaum schalte ich deine Software hoch, hängt er sich irgendwo auf. So. Ralf an der Stelle. Gold und Silber Richtung Norden. Allerdings starkes Movement aktuell. Sieht wirklich gut aus. Und US-Dollar-Yen hat hier mein Verkaufssignal noch nicht so richtig bestätigt. Aber ich bin, wie gesagt, schon am Abzug. Also ich bin schon sehr motiviert, hier wirklich einen Short zu starten. Würde aber gerne sehen, ob die Tageskerze so bleibt. Gerade unterhalb des gestrigen Tagestief, vorgestrige Tagestief. Also hier wird es dann wirklich interessant. Und ihr seht es auch hier, das ist Candlestick-Technik pur. Die Kerzen, die Tiefs, ja, die unteren Lunden sozusagen, die stehen hier alle so ein Stück weit, ja, mit dem
steigenden Trendlinie, einen Impuls sozusagen in einer Linie. Und wenn wir jetzt mal hier eine schwarze Sellkerze bekommen, dann fliegen die mal alle hier raus, die in diesem Bereich sozusagen ihre Long-Position aufgebaut haben. Und das ist dann so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung für die, die rausfliegen. Also hier Short, sehr spannend, gefällt mir wirklich sehr gut. Und Candlesticks hier nochmal der Morningstar beim Euro-Dollar. Spannend. Also insofern, Ralf, gut erkannt. Das sieht wirklich gut aus, dass der nach unten rausbricht und Gold und Silber nach oben. Ja, hier nochmal zu Silber kurz. Unterhalb von 26 Dollar bleibt Silber für mich trotzdem rückschlagsgefährdet. Das kann eben auch hier den Korrelationseffekt für die nächsten Tage, Wochen ein bisschen aufweichen. Ihr wisst es auch um die Tatsache, wenn ihr das Devisenradar im Livestream verfolgt, dass wir bullische Saisonalität haben. Ich habe das immer wieder gezeigt im Video, im Livestream frühs am Morgen. Aber es ist trotzdem technisch hier einfach zu viel Porzellan zerbrochen. Und das wirkt für mich nicht so richtig bullisch, was Silber und Gold da machen. Insofern bleibt es Spekulation, ob der US-Dollar hier wirklich durchrauscht und ob der Euro meinen Weg gen Norden einschlägt. Jetzt will ich aber zum nächsten Währungspaar übergehen, und zwar britisch Pfund US-Dollar. Ah, Heidrun, da wirst du schmunzeln. Das ist natürlich hier bewegungstechnisch ein, sage ich mal, Verlauf ähnlich dem, ja, den Nasdaq 100 könnte ich gleich nochmal holen. Habe ich nicht vergessen, aber irgendwo hat mein Teletrader da gerade so einen Hänger gehabt mit der Mausgeschichte. Und Forex ist ja beim Devisenradar wenig überraschend der Schwerpunkt. Aber trotzdem, danke für den Input, Erika. Also ja, Herr Thrun, das Pfund wirkt wirklich weiter bullisch. Das ist ja auch das, wo ich beim Euro-Pfund sage, der muss sich jetzt stabilisieren oder er rauscht prozyklisch nach unten weg. Und wenn er das tut, ist natürlich eine Stärke des Pfunds anzunehmen, zu erwarten, wahrscheinlich die Tatsache. Und das sollte natürlich hier beim Euro gegenüber dem britischen Pfund für eine Aufwertung sorgen, beim Euro, beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar für eine Aufwertung sorgen und beim Euro-britischen Pfund für eine Abwertung. Und beim britischen Pfund US-Dollar haben wir hier jetzt die Situation, das ist sehr schön im Tagesschart zu sehen, dass wir hier diese Widerstandszone aufgebaut haben. Ja, da kann man mal hier direkt, da ist auch heute schon der Abprall wieder erfolgt bei 1,36, ne, halt 1,37. Geben wir dem Kind doch mal gleich eine runde Hausnummer. So. So kriege ich das jetzt mal angezeigt hier, jawohl. 37, da haben wir es. Und dieses Niveau ist definitiv hier so ein Stück weit Widerstand. Das ist ja unschwer zu erkennen. Da ist der Preis schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal abgeprallt. Und dennoch sieht man den bullischen Druckaufbau. Ja, man kann hier so eine Art kleines aufsteigendes Dreieck interpretieren. Man sieht auch, dass der Druck nach unten mit diesen höheren Tiefs immer wieder aufgefangen wurde. Das ist eine spannende Situation. Und ja, wir waren heute intraday sogar schon mal 1,3717, aber wir sind hier im Daily Short. Da ist die höchste Liquidität und diese Tageskerzen geben uns Aufschluss über die Handelsbewegung der kompletten 24 Stunden. Nasdaq hat natürlich dann seine ganz andere 24-Stunden-Candle, wobei viele schauen auf GMT, Greenwich Mean Time. Das ist sozusagen die zentrale Forex-Zeitzone, kann man mal sagen. Und der sind wir natürlich hier angeheftet. Insofern ist mal abzuwarten, ob er dieses Level heute noch zurückerobert. Nichtsdestotrotz wirkt das britische Pfund bullisch und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis er die 1,38 ansteuert. Gehen wir jetzt hier nochmal raus. Das ist wirklich, wir sehen es ja auch, auf welchen Höhen der sich schon bewegt. Schaut's her. Diese Niveaus, wo er aktuell tendiert, hatten wir zuletzt im April 2018. Das ist wirklich schon lange her. Und dafür, dass der Brexit so rumgeeiert wurde, dass es jetzt dann dazu kam, natürlich auch mit Lösungen und, sage ich mal, Übereinstimmung EU und England, ist das eine wirklich massive Aufwertung. Ich glaube ja immer noch, subjektive Meinung, dass das langfristig gesehen für das British Empire keine gute Entscheidung waren. Die Schweiz, wie sie es machen, die Schweiz war schon immer ein Eigenbrötler. Ihr Ding, ja, Schweiz, Schweizer Franken, British Pfund, jetzt auch Brexit erfolgt, British Pfund, eigene Währung, eigene Konstellation. Aber es ist trotzdem so, dass sie volkswirtschaftlich sich, glaube ich, damit keinen Gefallen getan haben, obgleich natürlich auch die Frage ist, ob man das, was die EU so entscheidet und macht, auch man immer tragen will. Also das ist jetzt zu politisch fundamental, da sich weiter festzubeißen. Technisch, wie gesagt, hat das Pfund weiteres Potenzial. Ich glaube aber nicht, dass das langfristig hier so bleiben wird. Also hier spätestens bei 1,38 gibt es so ein bisschen den Deckel oben drauf und dann haben wir hier gerade die massive Widerstandszone. Ich zeige das zuletzt auch knapp oberhalb von 1,40. Hier der größere Widerstandsbereich aus dem Jahr 2018 zwischen 1,43 und 1,43,50. Das ist eine relativ massive Widerstandszone, will dem Ganzen aber nicht absprechen, dass es hier eine entsprechende Aufwertung geben kann.
in diese Richtung im Jahresverlauf und das dann bedingt durch, ich sagte es auch schon, die mögliche Dollarschwäche, die ich erwarte. Und zum Dollarchart kann ich dann auch gleich nochmal kommen, möchte aber jetzt hier das britische Pfund dahingehend nochmal zeichnen. Ja, klar, wieder prozyklisch, oberhalb von 1,37 Step the Bear. Da haben wir also die 1,38 relativ schnell im Säckler. Und dann dürfte es hier weiter ein Rumgetängle geben mit einer generellen Aufwertungstendenz. Das glaube ich schon relativ sicher anzunehmen, dass das Pfund aufwertet. Doch was ist schon sicher an den Finanzmärkten, liebe Marktteilnehmer? Klarerweise kann auch gerade die Fed am 27.01., wo wir auch wieder unser Live-Event haben mit dem lieben Andreas, das Bild natürlich komplett kippen und dann sieht es wieder ganz, ganz anders aus. So, jetzt ziehen wir nochmal den Trendkanal hier hoch, um so ein bisschen eine Trendkanalstruktur auch zu zeichnen. Also grundsätzlich ist die bullische Schiene hier gezeichnet. Ich denke, da gibt es nichts dran zu diskutieren. Aber Rücksetzer seien erlaubt, sollten aber nicht mehr zu tief unter die letzten Reaktionstiefs hier führen. Ja, das ist wichtig hier. Also unterhalb von 1,35 wäre es schon mal unschön, insbesondere unterhalb von 1,34,80. Dann sind wir dann doch schon eher auf einem fallenden Ast, wo ich sage, jetzt hat sich das Setup dann doch ein bisschen erübrigt. Aber lasst mich hier eben die Pfeile, die Tendenzen weiter einzahlen. Sekundär werden eben kleine Rücksetzer, könnte man für Einstiege nutzen, um prozyklisch hier zu kaufen. Unterhalb von 1,34,80 und die Unterstützung ist noch rot, müssen wir jetzt grün machen. Dieses Level unterhalb dieses Niveaus wird es dann kritisch. Ja, also unterhalb von 1,34,80 muss ich sagen, da haben wir nämlich das Hoch hier oder die Reaktionshoch vom Dezember 19, hier vom September Schrägstrich 1.9. genau 20, sieht man hier eine schöne Unterstützungszone und da sollte liquiditäts- und preisgetrieben der oder das Währungspaar britisch Pfund US-Dollar nicht zurücksetzen, weil dann sehe ich eher dieses Szenario. Okay, das mal zum britischen Pfund. Speicherung erfolgt und dann hätten wir sozusagen auch das Pfund beendet. Nicht tiefer als 1,3650. Ja, das wäre zu empfehlen. Also 1,36, also es sollte definitiv, wir sehen ja auch hier übrigens so eine Art Morningstar-Formation, ne? Schaut euch das mal an. Ähnlich wie beim Euro-US-Dollar. Ich meine, dass sich das ähnelt, das Bild, weil beide Währungen, der Euro wie dem britischen Pfund, auch hier geschuldet bei den Dollar gehandelt sind, ist es nicht so überraschend, dass diese beiden hier einen ähnlichen Kerzenverlauf haben. Übrigens, früher war es immer schön, Euro, britisch Pfund und US-Dollar, also Euro, US-Dollar und britisch Pfund, US-Dollar hier in einem Korrelationseffekt zu traden. Ich kann mich da an Intraday-Zeiten erinnern, da hatte ich tatsächlich einfach geschaut, welches Währungspaar zuerst ausbricht. Und wenn es der Dollar war, wenn es der Euro war, dann wusste ich, dass das Pfund nachzieht und umgekehrt. Die hatten beide so eine enge Korrelation, dass man wirklich sagen konnte, wenn ein Paar in eine Richtung schnippt, war es nur eine Frage der Zeit, bis das zweite Paar das auch tut. Es ist aber heute bei weitem nicht mehr so. Die Volatilität beim Euro und britisch Pfund ist völlig differierend. Ja, das britische Pfund ist eindeutig ein bisschen schnippiger. Und ja, der Gleichlauf auch nicht mehr ganz so gesegnet, wie das zu früheren Zeiten war. Deswegen muss man sich hier auch immer den Marktbedingungen wieder anpassen, klarerweise. So, jetzt haben wir an der Stelle britisch Pfund US-Dollar durchgesprochen. Jetzt möchte ich, Ralf, du sprichst gerade das britische Pfund Yen an. Sehen wir heute eine größere Lethargie, aber hier die Tendenz meines Erachtens vom letzten Mal unverändert. Also ich habe jetzt das britische Pfund jetzt nicht unbedingt als Trading-Vehikel im Fokus. Ja, da würde ich das britische Pfund US-Dollar eher präferieren, aber ihr seht hier die Tendenz der letzten Woche gar nicht schlecht. Oberhalb von 140 Yen bleibt die Lage bullisch. Wir haben diesen Rücklauf gesehen. Jetzt einen kleinen Hochlauf, sogar ein neues Reaktionshoch gemacht, neues Mehrmonatshoch. Spannend. So einen kleinen Rücklauf vorher gesehen. Jetzt sehen wir hier auch wie so einen kleinen Dip. Ja, hier kleine Shootingstar-Kerze. Also sieht schon so aus, als können wir hier nochmal, ja, vielleicht eine kleine Schwäche vollziehen, aber ich denke generell ist der Rückenwind da. Es ist zumindest in gegenwärtiger Verfassung so, dass dieser Fahrplan hier durchaus eingehalten werden könnte. So, das mal zum britischen Pfund Yen, das haben wir jetzt mal relativ schnell durchgespielt. Jetzt gehe ich noch ein paar weiter. Und zwar, warte, was habe ich noch auf der Agenda gehabt? Lass mich mal kurz überlegen. Ah ja, US-Dollar, Schweizer Franken möchte ich noch machen und Euro, Schweizer Franken. Super spannend. Bernd lässt sich entschuldigen, auch nicht dramatisch.
soll sozusagen dann vielleicht nächste Woche nochmal Thema sein. Machen wir doch jetzt erstmal weiter mit dem US-Dollar-Schweizer Franken. So, da sehen wir hier erstmal eine schöne Divergenz, übrigens bullischer Natur. Ja, aber wir sahen auch hier schon eine bullische Divergenz, ja, aber die hat sich nicht entsprechend positiv aufgelöst. Das heißt, Divergenzen sind auch nur Indikationen und müssen nie den ja, entsprechenden Erwartungswert tatsächlich innehaben. Es sind nur Indikationen und jeder Indikator ist eben eine Krücke vom Preis. Deswegen nutze ich auch Indikatoren gern als, sage ich mal, zusätzliches Vehikel, aber die eigentliche Price Action, die Candlestick-Kerze, das ist das, was zählt. Hier hatte ich ja in den ja, Ausklängen des Jahres 2020 hier so eine Art Formation der Bodenbildung gesehen, auch mit dem Hintergrund, dass Euro-US-Dollar ruhig mal zurücksetzen könnte. Ich hatte ja damals einen Short, der ein oder andere weiß vielleicht, dass er in den Stop-Loss lief, weil eben der Euro nach unten driftete und US-Dollar, Schweizer Franken dann sich hier entsprechend, nee, umgekehrt, Euro-US-Dollar nach oben stieg und der US-Dollar, Schweizer Franken nach unten driftete. Ja, das war nicht meine Erwartungshaltung. Jetzt haben wir hier aber auch eine ähnliche Situation, die ich sehr spannend finde, denn ihr wisst um die Tatsache, Euro-Dollar hatten wir ja eingangs besprochen, könnte hier nach oben weiter rausziehen, wenn das passiert. So, wenn das passiert, dann dürfte der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken genau hier in diesem Bereich sich den Kopf stoßen. Und hier haben wir auch eine sehr enge negative Korrelation. Also Euro-US-Dollar steigt, dann ist es so, dass US-Dollar-Schweizer Franken fällt. Die Korrelation, ich müsste mir jetzt mal MetaTrader unsere Korrelationsmatrix mal ziehen, aber da sieht man relativ gut, wie engmaschig in welchem Timeframe das Ganze sozusagen synchron läuft oder auch nicht. Faktisch definitiv könnte man hier eine, ja, vielleicht vorsichtig eine Schulterkopf-Schulter invers sehen, also eine umgekehrte Schulterkopf-Schulter-Formation, die bullisch wirkt. Macht aber nicht auf mich den Eindruck. Dennoch hier prozyklisch den Short suchen durchaus interessant. Es kann interessant werden, hier auf dem Niveau einen Short zu starten, mit der Tendenz neue Tiefs, Schrägstrich erstmal in Richtung der Januar-Tiefs zurück, also hier speziell am 6.1. diese Region hier unterhalb von 0,8770 finde ich ganz spannend. Auf jeden Fall ein schönes Level für einen möglichen Short. Aber natürlich hier auch die Situation, also ich präferiere diesen Short, wenig überraschend, weil ich ja den Euro-US-Dollar auch stärker sehe. Also sollte US-Dollar, Schweizer Franken rein tendenziell schon mal in die Knie gehen. Wenn das nicht tut, dann haben wir hier natürlich genau den Ausbruchs- oder die Ausbruchsalternative. Und da muss ich ganz klar sagen, wenn der hier über die 0,89 rauszieht, ja, was haben wir hier für ein Hoch gehabt? Lass mal sehen, am 18.01. direkt bei 0,8926 rund. Ja, wenn er über die 0,8930 geht, ja, dann legen wir noch zwei, drei Pips draus. Dann haben wir auch hier den EMA. Was ist das hier? Der EMA 50, 0,8933. Also wenn er hier rausgeht aus diesem Niveau, dann sind wir relativ schnell bullisch. Und das ist natürlich ein Setup, was hier durchaus Charme hat, auch umgesetzt zu wissen. Ja, also wenn man hier jetzt diesen Ausbruch antizipiert, sagt, okay, der bildet hier einen Druckaufbau, reaktionstief abgearbeitet. Wenn er jetzt rausbricht, dann kann hier nochmal richtig Feuer in den Markt kommen. Das wage ich nicht zu bezweifeln. Das Ganze wirkt für mich hier in der Tat sehr ansprechend. US-Dollar, Schweizer Franken kann hier auch nach oben rausziehen und dann hat man ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich will das mal kurz darstellen. Ist nicht mein präferiertes Szenario. Ich gehe blaue Tendenz, Pfeil, Tendenz. Ausrichtung ist immer mein präferiertes Szenario, aber für den Fall, dass man hier den Einstieg suchen würde, müsste natürlich der Stopp immer wieder auf die Average Daily Range schauen, auf die Schwankungsbreite im Schnitt. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, mache jetzt so einen MetaTrader nicht auf, aber ich setze mal den Stop-Loss hier unter die letzten Tiefs. Da sollte so ein Bereich 70 Pips sein. Ja, da hat man das heutige Tief und das gestrige Tief, dann das Wochenauftaktstief. Also das ist schon ein gutes Level. Das ist ein schönes Stop-Loss-Bereich und 70 Pips, 71 Pips Risiko an der Stelle und das wäre hier die Chance. Relativ zügig die 140 Pips bis zu diesem ersten Unterstützungsbereich hier bei, lass mich das mit so einer Widerstandsbereich viel mehr, frühere Unterstützung hier. Das ist sozusagen die nächste Zielzone dann an der Stelle. Und das ist ein schönes CRV von 2 zu 1, was man sich hier einlädt, wenn der Markt nach oben rauszieht. Ja, das muss man auch in petto haben. Und wehe dem, du bist hier short und der Markt in Anführungszeichen ballert hier nach oben. Mag sein, dass man hier noch einen Short aufbauen könnte, aber irgendwo muss man die Reißleine ziehen. Und da empfiehlt es sich dann eben hier viel mehr, ja,
abzuwarten, was der Markt macht. Denn wenn man hier diesen Long spielt, wäre das das Verhältnis. Und jetzt mache ich das Ganze mal umgekehrt. Wenn man jetzt hier den Short spielen wollte, dann könnte man mit einem relativ engem Stop auf aktuellem Niveau, ich würde sogar sagen, auch wieder Average Daily Range anschauen, aber wir geben mal mit dem Stop einfach nur auf 30 Pips hoch, also wirklich eng und aggressiv, und würden dann eben hier auf eine Abweisung an diesem Widerstandslevel spekulieren, darauf spekulieren, dann wäre das hier, und das ist doch mal ein CRV, was sich hier wahrlich gewaschen hat, ja, das ist ein CRV von 1 zu 5, wir riskieren 30 Pips und könnten, wenn es in Richtung der letzten Tiefs geht, 150 Pips Profit einstreichen. Vorausgesetzt, die Preisentwicklung ist auch genau die, die wir hier sehen. Das sind aber die Möglichkeiten, die sich hier bieten. Und ich finde das heute wirklich sehr spannend. In der Vorbereitung auf das Webinar hatte ich dann schon überlegt, meine Güte, es gibt so viele interessante Chart-Pattern gegenwärtig, wo ich einfach nur sage, hier muss man wirklich aufpassen, wohin die Reise geht. Wie gesagt, der Long wäre hier ausbruchstechnisch prozyklisch und im Ideal zieht er hier bis in den Bereich 0,90, 0,91 an. Kann auch ein Rohrkrepierer werden. Der bricht hier raus, macht ein Fake-Out, ja, holt sozusagen den Stop-Loss hier beispielsweise ab, und dann dreht er richtig nach unten durch. Wir wissen es alle nicht. Ja, wir können uns nur anhand der Charttechnik, und das ist für mich die pure Massenpsychologie, ja, das ist die Price-Action, das ist das, was Angebot und Nachfrage gegenwärtig darstellen, und auf die Historie bezogen hege ich nicht den Anspruch zu sagen, dass jedes Pattern oder jeder Chart oder jede Formation so super funktioniert. Aber es ist eine Möglichkeit, mit Blick auf die Price Action Gefühl für den Markt zu kriegen. Und ja, Widerstände, Unterstützung, Liquidität, Support, Resistant, das sind Niveaus, die sind nicht von ungefähr. Hier diese Zone hier oben, die hat sich doch nicht durch Zufall aufgebaut. Hier sind immer wieder Marktteilnehmer dabei, Liquidität aus dem Markt zu nehmen, sodass der Aufwärtstrend stoppt. Und jetzt aktuell sind sie dabei, hier vielleicht durchzurennen. Wird ein hochspannender Abschluss an diesem Mittwoch, glaube ich, in jedem Falle im Fokus behalten. So, jetzt will ich den Euro-Schweizer Franken aber nochmal beleuchten. Den habe ich nämlich hier mitgebracht. Und die Kryptos kriegen heute mal wieder richtig vor die Mütze. Aber was sind das schon für Schwankungen, ne? Ich meine, hey, alles, was, ich sag mal, was sich verdoppelt hat, darf auch durchaus mal 30% fallen, oder? Also es ist einfach eine Volatilität, die seinesgleichen sucht. Aber Kryptos habe ich ja heute noch gar nicht besprochen. Vielmehr heute Morgen im Radar Ethereum, und eben den Aussie. Oder war es der Kiwi? Nein, es war der Aussie. Und jetzt will ich aber viel mehr auf den Euro-Schweizer Franken eingehen. Es ist ein zähes Seitwärtsgeschiebe. Ja? Da können wir nicht dran rumdiskutieren. Die Situation ist, ich will sagen, gähnend. Also wer hier High Volatility sucht, der ist beim Euro-Schweizer Franken mal komplett verkehrt. Hier hat man es wirklich mit einem sehr lethargischen Währungspaar zu tun. Die Schwankungsbreite, ich müsste jetzt auch mal schauen, ist im Bereich 30 Pips am Tag, vielleicht sogar nur noch 25. Tatsache ist, diese Erwartung hat sich mehr oder weniger nicht durchgesetzt, weil wir nach diesem kleinen Dip doch nicht die Unterstützung hier bei 0,71, 0,72 getestet haben, sondern hier schon nach einem Tief von 0,70, 73 nach oben gedreht sind. Aber es ist auch interessant, und da gehe ich jetzt mal ein Stück raus aus dem Chart, dass diese Abwärtstrendlinie und wieder schräge Trendlinien, schräge Natur, keine Frage. Aber schaut es euch mal oft an, wie oft hier einerseits im Jahr 2019 diese Abwärtstrendlinie schon ihre Relevanz hatte und jetzt eben hier zuletzt im Jahresausklang 20 hier den Ausbruchsversuch zum Jahreswechsel. Oh, da war wenig Liquidität im Markt, muss man ganz klar wissen. Aber hier wurde versucht, nach oben rauszuziehen, letztlich immer wieder abgewiesen. Und dann erfolgt, also hier, ich muss schon zugeben, ich habe im Januar keine Trades gestartet, aber die Geschichte hier, 7., 8., 1. Short. Also todsicher gibt es sowieso nicht, aber fast schon todsicheres Geschäft. Ich hätte hier wirklich gerne den Short mitgenommen. Habe ich nicht. Momentan hängt der Euro gegenüber dem Schweizer Franken aber in dieser Range. Und jetzt gegenwärtig kein schönes CRV. Vielmehr durchaus nochmal ein Rücklauf hier in diese untere Range denkbar. Hier übrigens dann natürlich Long interessant. Hier oben Short interessant. Es sei denn, er zieht raus. Ja, oberhalb von 1,085 haben wir ja wirklich einen Long Bias, dann geht es relativ schnell in Richtung 1,10, 1,097. Aber das ist eben hier ein massiver Widerstandsbereich und es wirkt nicht so, als würde er da jetzt ausbrechen können. Aber es ist ein schönes Range Trading Pair, sage ich mal. Das muss man wirklich an der Stelle ins Kalkül ziehen. Und an der Stelle muss man auch immer wieder
überlegen, welches Chart-Pattern, welche Chart-Struktur, welche Währungspaare liegen mir. Ich gebe euch eben trotzdem den Tipp, schaut immer auf die Top 30. Ja, wenn ihr Anregung braucht, schaut beim Forex-Bull vorbei. Da kriegt ihr jeden Tag eben, könnt ihr euch alle 64 Währungen, die wir bei uns haben, oder 66 mittlerweile, könnt ihr euch anzeigen lassen. Ja, aber so die Top 30 ist Intraday interessant. Und da kriegt man auch Anregungen, um auf Intraday-Basis möglicherweise schon in einen Trade auch reinzugehen. Ja, hier ist auch der Aussie, sieht auch interessant aus. Aber schaut auch ruhig mal nach rechts und links, da gibt es immer genug zu sehen. Und jetzt nochmal eine Frage in die Runde, solange wir hier noch on air sind, geht ja noch ein paar Minütchen, dann haben wir es aber heute wirklich schön rundum abgeschlossen, das Webinar, will ich hoffen. Habt ihr auch mal wieder Lust, dass ich im 1-Minuten-Chart hier beim Devisenradar sozusagen trade? Das wäre einfach meine Frage. Das würde ich jetzt nicht mit dem Valve-Account machen, sondern mit so einem, ich sag mal auch nicht mit einem Demo, mit einem kleinen Live-Account. Könnte ich mir das schon vorstellen, dass ich hier im 1-Minuten-Chart handle, obgleich wissend, der 1-Minuten-Chart natürlich auch Phasen aufwirft, wo man sagt, muss das sein? Also ist A für viele nicht umsetzbar und B will ich damit eigentlich nur beleuchten, dass man im 1-Minuten-Chart auch Patterns sieht, die durchaus auf höheren Zeitebenen auch funktional sind. Ja, wenn ich zum Beispiel eben den Morningstar hier im Minutenchart habe, dann hat er bei weitem nicht so eine Relevanz wie auf Tagesbasis der Liquidität geschuldet, ja. Aber es ist natürlich gut, wenn man hier wieder ein Stück weit eben auch darstellt, hey, was sehe ich hier im 1-Minuten-Chart? Kann man da was draus machen? Und dann kann man natürlich nur auf 60 Minuten was abspulen. Ich weiß aber, dass ich früher immer wieder beim Devisenradar, das war früh, als das noch 11 Uhr anfing, ja, ganz, ganz früher, vor 10 Jahren, ging das Devisenradar ja immer erst 11 Uhr los. Auch das Webinar als solches, da war es immer eine Vormittags-Action, der Livestream sogar erst 11 Uhr und das Devisenradar anfänglich, meine ich, auch am Vormittag, dann aber sehr schnell am Nachmittag und dort hatte ich dann eben auch manchmal Live-Trading gemacht neben Education. Im Prinzip kann ich auch einen Demo-Account nehmen, ist ja völlig Wurst. Es geht einfach nur darum, dass wir am Live-Chart uns ein bisschen entlanghangeln und diese Pattern, wie gesagt, auf Tagesbasis und je höher das Timeframe auf Wochenbasis haben natürlich eine massive Aussagekraft im Vergleich zu so einem Minutenchart. Da kann man auch fast schon sagen, die Candlesticks sind viel mehr willkürlich. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man die Umsetzung so ein Stück weit darstellt, wie man hier vorgehen kann. Und ja, ich habe früher aggressiv im 5-Minuten-Chart gehandelt, 15-Minuten-Chart und auch zu Teilen den 1-Minuten-Chart, wobei im 1-Minuten-Chart ich ehrlicherweise sagen muss, das ist hochgradig anstrengend. Also wenn man das mal über mehrere Tage gemacht hat und man, das ist einfach, also für die Psyche und Physis des Körpers muss man einfach sagen, na, das ist nicht was, was ich will. Deswegen bin ich auch gern und vorwiegend in den Swing Trades unterwegs. So, der Max findet es ganz gut. Super Idee. Der andere schreibt wieder schlecht umsetzbar, nicht so toll, wäre cool, wäre super, spannend, gerne. Super spannend zu sehen, ja sicher, sehr gerne. Okay, super Feedback erstmal, überwiegend positiv. Also insofern lasse ich das mal ins Kalkül einfließen. Gerade eben wegen heute, wo ich eben so schöne Intraday-Pattern gesehen habe, kann man sich ja durchaus mal vorbereiten auf einen Tagesschart, auf eine Tagesschart-Action runtergebrochen auf den 15, 5 und 1-Minuten-Chart und wollen doch mal sehen, ob ich da euch was zaubern kann. Also in dem Sinne sage ich aber auf jeden Fall erstmal schön durchgehalten. Der Raum ist noch brechend voll. Ich bedanke mich für eure Teilnahme hier zum JFD-Devisenradar-Webinar Mittwoch 15 bis 16 Uhr. 16 Uhr schlägt durch und insofern wünsche ich euch an der Stelle einen wunderschönen Tagesabschluss. Wenn ihr mögt, wie gesagt, schaut auf meinem Guidance-Stream vorbei, schaut in den Socials vorbei. Ich habe die Webinare, die Workshops alle verlinkt, habe sie jetzt auch eben reingesetzt in den Chat. Gerade jetzt die Serie Trade mit kleinem Konto oder den Workshop zum Forex-Bull. Haut euch einfach den Content rein, versucht daraus zu lernen, wenn es was für euch ist. Macht einen Test, aber versucht einfach zu verfolgen, was wir da tun. Auf jeden Fall die Workshops selbst sind immer wieder ein Gewinn. Denn auch wie ich immer früher feststellte, irgendwo nimmst du dann doch immer wieder mal so ein kleines Stück Mehrwert mit und sagst dir, aha, das war es doch gut, dass ich wieder davon Bescheid weiß. Oder eben mir gefällt die Pattern-Logik oder mir gefällt eine gewisse Tool-Action, die da möglich ist. So oder so wünsche ich euch einen wunderschönen Tagesabschluss und danke für die Teilnahme zum Webinar und wünsche euch eine gute Zeit. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen zum Webinar wieder, weil der Livestream, das mal nice to know für euch, wird morgen und übermorgen vom lieben Markus gemacht. Mein Kollege Markus Klebe stemmt hier das Devisenradar am Morgen, den Livestream. Ich bin dann erst wieder am Montag zurück, aber natürlich morgen bei den Webinaren am Start. Und insofern, wer dabei sein mag, you're welcome. Und insofern sage ich mal Tschüss und bis bald.